Leute, das ist schon 16:30 nachmittags. Ihr glaubt nicht, was heute für ein Tag war. Unglaublich. Guckt euch das an. 105,9 nachmittags. Ich habe jetzt auch schon ein bisschen was gegessen und ganz viel getrunken, weil ihr habt gesagt, dass viel Trinken nämlich gegen Wassereinlagerung ist. So, da ist es. Es ist nicht mal 16:30, es ist schon 17:00 nachmittags. So, jetzt erzähle ich mal, was heute los war. Ich war so müde von dem gestrigen Tag und bin ja auch erst so spät nach Hause gekommen und habe bis 20:00 durchgeschlafen. Das bin ich überhaupt nicht gewohnt. Ich stehe sonst eigentlich immer so um 17:45 oder so auf. Aber diesmal war es 20:00. Ich habe echt durchgeratzt. Unglaublich. So, und da musste ich sofort an den Computer, weil ich um 9 die erste Webkonferenz hatte, die ich vorzubereiten hatte. Das bedeutet, ich musste in der einen Stunde noch ganz schnell eine Agenda machen und die ganzen Themen rein und so weiter und so fort. So, und dann war es 9:00. Dann hatte ich die erste Webkonferenz. Die ging bis 10:30. Dann, oder 22:45 oder so. Dann kam die zweite, die ging dann bis 11:00. Von 11 bis 12 war die dritte. Dann hatte ich, bis 23:45 war die dritte. Dann hatte ich mal ein klein bisschen Zeit, um vielleicht beim ganz klein wenig mal einmal ganz kurz auf die Toilette zu gehen und ein bisschen was zu essen. Ich hatte so einen kleinen Salat, aber davon habe ich auch nur die Hälfte gegessen und so weiter und so fort. War aber völlig im Modus, weil um 13 Uhr kam nämlich schon wieder die nächste Konferenz. Also habe ich von 13 Uhr bis 13:45 Uhr oder so die nächste gemacht. Und dann habe ich eben bis eben nochmal 2-3 Viertelstunden noch eine Konferenz gehabt. So, und das ging dann irgendwie bis 16:45 Uhr. Kurz nach 16:00, dann habe ich noch mal ein bisschen was Privates telefoniert und mit meinem Sohn vielleicht auch noch mal ein bisschen diskutiert. So, und jetzt ist es 17:00 und ich habe wirklich bis dato nichts hingekriegt. Ich habe mich nicht richtig angezogen, ich war nicht richtig auf der Toilette, ich habe nicht richtig gegessen. Das war wirklich heute ein Tag und jetzt ist ja schon wieder abends. Unglaublich. So, was haben wir eben gerade gesehen? 105,9 am Nachmittag, nachdem ich irre viel getrunken habe. Ich habe mir extra 2 Liter hingestellt Wasser und habe das weggeschlabbert. Und den Salat habe ich gegessen. Ach so, und Käse habe ich noch gegessen. Genau, da war so ein Stückchen Käse, den habe ich noch weggeknabbert während der ganzen Telefonkonferenzen. Ja, das ist mein Freitag gewesen. Und jetzt werde ich hier noch ein bisschen umräumen und aufräumen und meine Küche weitermachen und so weiter und so fort. Und bin gespannt, wann ich jetzt irgendwann mal, guck mal, 105,9, das ist ganz schön viel, ne? Meine Güte, wann ich jetzt endlich mal 103 sehe. Da warte ich jetzt schon seit 1,5 Wochen drauf. Schauen wir mal. Und auch jetzt wieder. Jetzt fällt der Stress von mir ab, ne? Deswegen esse ich jetzt ein kleines Eis. So, das brauche ich jetzt. So, jetzt ist so den ganzen Tag nur wieder dieses ganze Gebraine. Und jetzt brauche ich ein Eis. Und da wir ja jetzt eine tolle Gefriertruhe haben, habe ich jetzt hier ein schönes Eis. Ja, guck mal, da hinten, da sieht es alles noch echt schlimm aus. Oh, es gibt noch viel zu tun, ne? Und so sieht hier gerade mein Arbeitsplatz aus. Das ist der angefangene Salat. Den esse ich jetzt gleich noch weiter. Da sind die 2 leeren Trinkflaschen. Und jetzt esse ich erstmal den Salat in Ruhe. Sag mal, was für ein frustrierendes Mistwetter ist hier eigentlich in Norddeutschland schon wieder. Andererseits, ich möchte im Moment nicht klagen. Ich finde das viel, viel schlimmer, was gerade da in der Karibik passiert und jetzt auch morgen, übermorgen in Florida. Also, puh, in deren Haut möchte ich nicht stecken und ich möchte nicht mit denen tauschen. Deswegen, komm Regen, regne ruhig, alles ist gut, das ist ja super Wetter hier. Ja, es ist immer eine Frage der Relation, ne? Deswegen ist zwar nervig sowas, aber im Gegensatz zu Karibik nichts. Ich bin gerade eben hier gelandet, wollte ich gerade sagen. Nee, ich habe gerade meinen Sohn zum Basketball gefahren, weil der will ja in eine neue Basketballgruppe und jetzt ist heute sein erster Trainingstag. Ich bin ja mal gespannt, was er nachher berichtet. Wieder zu Hause und ich habe Hunger. Was esse ich denn jetzt mal? Ich habe noch nicht so richtig viel. Doch, ich habe Eier, aber ich habe ja noch keinen Herd. Aber ich habe ja diese tolle Herdplatte da, diese komische. Das mache ich mir. Ich mache mir jetzt Eier auf dieser komischen Herdplatte. Jawohl. Und weil wir ja auch noch gar keinen Tisch haben, sitze ich jetzt hier wieder an meinem Rechner und puddel hier jetzt gerade so vor mich hin und mache mir jetzt schöne Spiegeleier. Herrlich. Camping, sage ich dazu nur. Herrlich, da brutzeln die Eier inmitten meiner Computer. Ich finde das klasse.
ein Bild, ein schönes Stillleben, ne, oder? 8 Uhr, Kind wieder abholen. Es ist um 8 Uhr schon dunkel. Ich bin das gar nicht mehr gewohnt, aber es wird wirklich Herbst. Es regnet, es ist dunkel, es ist kalt. Ja, ja, also ich hatte irgendwie gefühlt hier oben in Norddeutschland keinen Sommer dieses Jahr. Das ist einfach so. Das ist schon voll spät. Ich gucke nämlich die ganze Zeit schon Dance, Dance, Dance. Total toll. Dieser Prince Damien, der ist ja der Knaller, wie der tanzt. Und diese Frau von David Odonkor, auch echt cool. Also gefällt mir total gut mal wieder so eine Show. Ich mag das ja mit diesem Dance, Dance. Also da muss ich auch irgendwann nochmal hin. Ich muss irgendwie Z-Promi werden, damit ich das machen kann. Gegessen habe ich heute wenig irgendwie. Ich habe ein bisschen Käse gegessen heute Morgen, dann habe ich einen Salat gegessen, dann habe ich, siehst du, ich weiß das schon wieder gar nicht mehr, aber ich habe sie eigentlich aufgenommen. Jedenfalls habe ich das alles schön eingetippert und meine App sagt mir 1500 und das finde ich völlig in Ordnung und schauen wir mal, was jetzt so morgen passiert, ne? So gucken wir einfach mal. Mal sehen. Vielleicht muss ich irgendwie, ups, ich weiß auch nicht, um mal besser abzunehmen, vielleicht muss ich echt mal Sport machen, ne? Ich glaube, ich sollte mal mehr Sport machen. Und dann habt ihr mir ja gesagt, ich soll mehr auch so innere Ruhe haben und mehr zur Ruhe kommen. Ich soll weniger Salz essen, was war noch, viel mehr trinken. Das habe ich heute echt gemacht. Ich habe heute, glaube ich, über 3 Liter Wasser getrunken. Also, wenn das jetzt nicht alles hilft. Ich bin gespannt, was morgen ist. Ich war auch zweimal heute auf der Toilette und habe gemacht. Also schauen wir mal, was morgen so passiert. Ich wünsche eine gute Nacht. Bis denn. Ich muss jetzt gleich wieder hin. Ist gerade Werbung. Jetzt schnell hier alles hochladen und dann weiter Dance, Dance, Dance gucken.